Hallo, ich meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Vorgestern kam von den Volvos ja endlich ein Content-Update, darüber habe ich euch ja schon berichtet, live aus dem Stream heraus. Darin wurde zum Beispiel auch endlich die Rank-Geschichte im Matchmaking gefixt, weswegen Matchmaking nun endlich wieder, so zumindest für uns, so ein bisschen weiter in den Vordergrund rückt als davor, weil es jetzt vor allem wieder mehr Sinn und auch vor allem mehr Spaß macht, da reinzudaddeln. Danach wurden natürlich diverse kleine Updates nachgeschoben, die hier gar nicht erscheinen, also einfach Fixes für Probleme, die hierdurch entstanden sind. Doch auf diese Fixes folgend kamen diese zwei größeren Bröckchen, die wir uns jetzt mal genauer angucken, plus natürlich noch ein kleines Wort zu dem Update an sich. So Leute, Forza ist fertig runtergeladen. Wollen wir mal eine Runde starten? Fangen wir direkt hier oben an. Pool Day wurde auf seine neueste Version gebracht. Dieses große Update wurde gefahren und ich glaube sogar alle Maps waren zu dem Zeitpunkt des Releases nicht auf ihrer aktuellsten Version. Und bei Misk befassen sie sich direkt mit demselben Punkt und zwar wurde jetzt ein Support reingeladen, mit dem man immer die neuesten Versionen der Workshop-Maps am Start hat. Des Weiteren gibt es nun diese G-Sync Detection auch im Non-Windowed Fullscreen Mode. Ihr habt es bei mir im Stream gesehen, da kam so ein Fensterchen, das dann irgendwas mit G-Sync gelabert hat. Von wegen, mach's an oder mach's aus oder was. Das war wohl nicht in jedem Modus verfügbar. Yes, schon. Die Tastaturen sollten jetzt auch wieder gefixt sein. Es gab das gleiche Problem wie schon vor Monaten, dass die englische Tastatur geladen wurde, obwohl du eine zum Beispiel deutsche eingestellt hast. Und ein unnötiger oder vielmehr leerer Radio Command String wurde auch noch entfernt. Aufräumen ist immer gut, weg damit. Und am selben Tag, also gestern am 26. Juni, kam auch dieses Update hier. Und das ist vor allem für Creator sehr interessant. Ihr könnt jetzt nämlich über Steam selbst euer Gameplay aufnehmen. Das ist vor allem für die angehenden, aber auch bestehenden Creator eine geile Meile, denn jetzt brauchst du nicht mehr eine externe Software bzw. eine neue Grafikkarte, um Shadowplay, heißt glaube ich, mitlaufen zu lassen, wobei das mittlerweile wahrscheinlich so gut wie jeder hat. Hier dieses Ding halt von Nvidia, wie heißt das? Shadowplay, glaube ich, ne? Aber das brauchst du jetzt dann eigentlich nicht mehr, sondern hast es direkt in Steam selbst. Clips or it didn't happen. Ihr könnt jetzt also jeden Moment aus eurem Gameplay herausnehmen, klippen und dann direkt in Steam hochladen, beziehungsweise wie man hier sieht in diesem Video, es wird euch übrigens auch angezeigt, wo ihr gestorben seid, wo ihr Kills gemacht habt und so weiter, man kann auch eigene Marker setzen und dann könnt ihr das direkt an einen Kumpel schicken und dann kriegt ihr das in seinem Steam-Chat, was ihr gerade für ein cooles Play gemacht habt. Ihr könnt wie gesagt einfach aufnehmen, die ganze Sache natürlich euch wieder angucken mit diesen Markern, wo genau gezeigt wird, da bist du gestorben, also egal in welchem Spiel, das erkennt in Dark Souls, wo du gestorben bist, in, was weiß ich, Dota oder was, Counter-Strike und so weiter und so fort. Und dass die Sache dann so einfach zu teilen ist, macht es natürlich auch sehr, sehr chillig für den eigenen Steam-Account. Ihr wisst ja, Trust-Faktor-mäßig Steam-Account ausbauen, aufhübschen und so weiter. Ist bestimmt eine geile Meile, wenn man hier irgendwo so eine Clip-Sektion hat, in der man dann einfach die aktuellsten Clips findet, die man halt so gemacht hat. Mal ein kleines Ace oder wie man in seinen eigenen Molly reinrennt oder so. Also hier haben die Volvis auch wieder vor sich hingekocht und ja, was rausgebracht, womit keiner gerechnet hat. Jetzt auch nicht zwingend, was man gerne haben wollte. Aber ja gut, also schaden kann es nicht, würde ich sagen. Ich kann mir tatsächlich doch relativ gut vorstellen, dass ich diese Option sicherlich auch mal benutzen werde. Man kann es direkt als MP4 bei sich einfach ablegen und dann weiterverwenden. Hier ist natürlich die Frage, wie viel Performance frisst genau das? Wenn diese Steam-Geschichte weniger Performance nascht als zum Beispiel GeForce Experience mit seinem Shadowplay, dann ist das natürlich noch besser. Die ganze Geschichte geht natürlich auch auf dem Steam Deck. Das ist klar, dass sie darauf achten, dass auf ihrer Konsole oder auf ihrem Handheld-PC eben diese ganze Geschichte auch läuft. Hier haben sie auch nochmal diese winzige Auflösung, dass du auf zwei Arten aufnehmen kannst. So wie man es kennt, ich drücke auf Aufnahme und beende danach mit einem weiteren Druck die Aufnahme. Aber mit ihrem coolen Feature, das jetzt halt nichts Neues ist, kann man eben einfach im Hintergrund aufnehmen lassen auf eine selbstbestimmte Größe. Hier sind zum Beispiel 120 Minuten eingestellt, das ist ein bisschen arg viel. Die meisten, also zum Beispiel ich habe hier in diesem Experience, ich glaube 30 Sekunden oder 60 Sekunden drin. Und wenn euch dann auffällt, wow, gerade eben ist was passiert, dann drückt ihr euren selbst eingestellten Knopf und zack, schon habt ihr die ganze Sache gespeichert. Hier sind noch ein paar Dinge, die man sich gerne angucken kann, wenn es einen interessiert. Und dann kann man hier auch schon starten. Ihr stellt einfach diese beiden Dinge ein und könnt dann schon loslegen und die ganze Sache testen. Ich habe das Teil jetzt bei mir auch mal aktiviert, werde Shadowplay deaktivieren und heute Abend im Stream gucken, ob ich da vielleicht ein oder zwei witzige Clips für euch machen kann. Und für die Devs ist hier übrigens auch nochmal ein kleines Schmankerl dabei und zwar kann man hier unter anderem Informationen heraussnacken von einem Spiel. Hier werden dir dann zum Beispiel Zusatzinformationen angezeigt. Hero Kill, dass du Ember gekillt hast und dafür so und so viel Gold bekommen hast, welches Level du hast und so weiter und so fort. So, und jetzt noch ganz kurz ein, zwei Worte zu dem letzten Update. Viele haben sich natürlich gefreut. Content, geile Meile, Maps, juhu und auch, dass die Ranks bei Matchmaking überarbeitet wurden, sind eine geile Sache. Ich finde es auch richtig sweet. Wir haben
im Vorfeld Matchmaking immer so als mehr oder weniger Strafe angesehen, wenn wir Premiere nicht spielen konnten, weil in den Mixed Games die Ränge zu weit auseinander sind oder waren. Ihr wisst ja, ich spiele immer mit meinen Zuschauern und es kommen viele neue rein und nicht jeder ist auf unseren Rängen, auf denen wir meistens spielen, sondern manche eben dann auch niedriger oder viel, viel, viel zu hoch. Und wenn der Unterschied 9500 beträgt, das haben wir zumindest jetzt durch Tests wohl festlegen können, dann kann man kein Premiere spielen. Dann kommt eine Meldung, ihr seid zu weit auseinander, dumm gelaufen. Und dann sind wir meistens ins Matchmaking rein. Aber Matchmaking hat sich angefühlt wie eine Zeitverschwendung. Man hat 10 Wins gebraucht, um auf irgendeiner Map einen Rank zu bekommen. Wir haben das, wie gesagt, also vor allem ich, immer nur dann gespielt, wenn wir Premiere nicht spielen konnten. Und das war wie so verschwendete Zeit. Egal, ob man gewonnen oder verloren hat. Ich hatte auf keiner der Maps einen Rang, also weil ich es auch sonst nie gespielt habe. Ich war immer in Premiere. Also generalisiere ich mal nicht so stark und sage einfach, für mich hat das sich halt dann auch angefühlt wie so, naja, wir spielen jetzt halt zusammen. Das ist schön, dass wir gemeinsam trotzdem spielen können. Aber ja, ob wir jetzt gewinnen oder verlieren, ist irgendwie gar nicht so wichtig, weil ich eh nie auf den Rang kommen werde, also auf einen. Ich hatte, glaube ich, am Ende die meisten Wins auf Office, irgendwie 3 oder 4 Wins oder so, von 10. Jetzt braucht man ja nur noch 2 Wins und die Ränge scheinen auch gefixt worden zu sein. Also Leute, die Hardstack auf Silver waren, wurden jetzt dann direkt auf Gold eingerankt oder sogar DMG oder so. Also dieses Rank-Gehuddelt, das es am Anfang gab, dass man gesagt hat, wow, sogar die krassesten Spieler sind Hardstack auf Silver oder Gold, die können jetzt endlich weiter hoch. Ich weiß zwar nicht, ob es schon Globals gibt, und falls doch, ob die clean sind oder nicht, weiß ich auch nicht. Aber es scheint jetzt auf jeden Fall mehr erreichbar zu sein von den Rängen her. Und dann macht das auch wieder Sinn. Weil das war ja auch nochmal ein Punkt. Selbst wenn du deine 10 Wins hattest, dann hattest du halt, was weiß ich, Silber 3 oder sowas und das war's. Und wenn du dann einen Monat auf einer Map nicht gespielt hast, ist der Rang wieder verschwunden. Das ist doch dämlich. Jetzt ist es um Welten besser. Du brauchst, wie gesagt, nur noch 2 Wins, beziehungsweise wenn du schon einen Rank hattest, nur noch 1 Win. Und schon hast du deinen Rang und kannst auch wirklich an diesem Rang arbeiten, weil er so schnell da ist. Gerade bei sowas nicht so wichtige wie Matchmaking, finde ich, sollte sowas zugänglicher sein. Primär, klar, das ist so der Hauptrang. Auf Primär guckt jeder, wenn dich jemand fragt, wie gut bist du in Counter-Strike und du spielst nur CS2, nicht eSportal, Faceit oder sonst irgendwas. Du spielst nur CS2, dann fragen die ja nicht, was für einen Rank hast du in Danger Zone oder so ein Scheiß, sondern der Primärrang ist dann wichtig. Das ist das Ausschlaggebende, dein Skill. Zumindest für die meisten. Keiner fragt, was für einen Rank hast du eigentlich auf Office im Matchmaking? Das ist so nichtssagend. Aber jetzt ist dieser nichtssagende Bereich einfacher zu erreichen und das finde ich halt einfach wichtig. Wir haben zum Beispiel, nachdem das Update gefahren wurde, direkt Matchmaking gespielt, kein Premier, und haben nur auf Milz und Terra gegrindet, auf die Ranks und dann eben auch auf die Rank-Verbesserung. Auch dann gestern in unserem Random-Stream, also am Mittwoch, habe ich einfach einen Streamer gemacht, zack, bumm, mal gemütlich 8-9 Stunden reingedaddelt, haben wir eigentlich ausschließlich Matchmaking gespielt. Ich glaube, es waren 2 Premier und der Rest Matchmaking. Und jetzt macht das einfach Bock und irgendwie gefühlt Sinn. Davor hat es zumindest für mich eigentlich keinen Sinn gemacht. Aber ich verplapper mich schon wieder. Die Sache ist die, viele waren dann doch auch sehr enttäuscht und haben gesagt, oh Mensch, Keychains, Operation und der ganze andere Scheiß, Hühner hochheben, was ist hier los? Wo ist der ganze versprochene Kram? Doch es wird in dem Fall nicht geschaut, wer was gesagt hat. Es ist schwierig, auf die Volvos in dem Fall sauer oder wegen ihnen enttäuscht zu sein, weil sie sowieso nichts versprochen haben. Es haben auch einige gesagt, oh, das ist, immerhin Content, aber zum 25-Jährigen sowas bringen ist schon, Da habe ich dann auch im Stream, also am Dienstag und am Mittwoch gesagt, hey, das Update kam ja auch offensichtlich nicht zum 25. Jubiläum, sondern das ist einfach ein Content-Update, das jetzt kam. Nicht um das Jubiläum zu feiern, sondern einfach, weil der Content jetzt fertig war, die Mapper sind durch und zack, bumm, da ist es. Und man muss schon zugeben, die Sachen, die unter anderem von der Community voller Inbrunst geschrien wurde, was man endlich haben wollte, waren neue Maps, vor allem im Wingman. Man wollte endlich Content. Jetzt haben wir 5 neue Maps und klar, ja, im Premiere sind die noch nicht, also Terra und Milz, aber unterschätzt das mal nicht hier. Lass die mal noch ein bisschen dran arbeiten, Bugfixes betreiben, dann wird die ganze Chose sicherlich auch irgendwann in Premiere reinkommen. Ja, wie gesagt, man muss daran denken, wer was gesagt hat. Viele von euch haben Videos von mir gesehen, vielleicht auch von anderen, in denen über Keychains, über Operation, über alle möglichen Dinge gesprochen wurden, über Möglichkeiten, über Sachen, die kommen könnten. Ich für meinen Teil sage das in meinen Videos immer mindestens einmal, aber meistens eher 2 oder 3 Mal dazu. So von wegen, denkt bitte dran, das sind jetzt Dinge, die Dataminer gefunden haben. Das könnte oder sollte irgendwann kommen, aber es ist bei weitem nicht gesagt, wann und vor allem, ob es dann jetzt kommt zum 25. oder so. Man mauschelt und bauschelt, 25-jähriges Jubiläum, da wäre eine Operation doch nicht schlecht. Aber im gleichen Ding sage ich euch, hey, die meisten Operations kommen, wenn es kalt ist, also im Winter, Oktober, November, Dezember, so plus minus. Da kamen, glaube ich, die letzten, also alle, ich glaube, es kamen sogar alle, dann zum Ende des Jahres. Das sage zumindest ich halt immer dazu. Trotzdem muss ich die Schuld auf mich nehmen zu einem gewissen Teil und sagen, ja klar, ich habe euch auch mit aufgehypt. Das macht man eben so, wenn man halt Content in die Richtung macht. Man sagt, was möglich wäre. Ich finde aber, wie gesagt, trotzdem, dass ich auf jeden Fall genug Aufklärung auch in die Richtung leiste, dass
das nicht muss, sondern nur sein könnte. Und die Maps, auf die ich euch aufgehypt habe, die sind jetzt hier rumgekommen. Und dass zum Beispiel am Matchmaking-System gearbeitet wird, das wusste überhaupt keiner. Das haben die einfach so gemacht. Und ein paar, naja, in meinen Augen doch ein bisschen verwirrte Leute haben gesagt, ja, die brüsten sich mit Community-Content. Habt ihr die Updates gelesen, die in Counter-Strike standen? Das Spiel ging an und ich weiß den Wortlaut nicht mehr, aber es war ungefähr so. Wir freuen uns, mitteilen zu können, die Community hat was geballert. Mega geil, dass die Community so tolle Maps gemacht hat und wir fügen die jetzt ein. Also in den ersten 2, 3, 4 Sätzen von diesem Teil, das im Spiel drin war, wo du durchscrollen konntest, ich habe es im Video gezeigt. So, verpixelt, weil aus dem Stream, aber hier haben wir es schon. Seit dem CS2-Start haben die Community-Mapper ordentlich reingewurschtelt und heute können wir das zeigen. Bumm. Ich finde, hier liest man doch bereits heraus, Community, Map, Mappers, nicht wir. Als Volvo-Unternehmen oder sowas, sondern die Community hat geballert. Auch alleine der Name ist doch eine Appreciation in Richtung der Mapper. The real MVP. Die richtigen MVPs sind die Jungs und Mädels aus der Community, die Counter-Strike-Community. Das ist gleich MVP. Und wenn man bedenkt, dass Counter-Strike auch einfach ein Community-Projekt war von Anfang an, eine Mod für Half-Life. Also ich fand das von manchen einfach übertrieben, dass sie gesagt haben, jetzt brüsten die sich und beschreiben sich das auf die Stirn, dass sie da Content gemacht haben. Steht doch nirgends. Sie appreciaten die Community. Ich finde das ganz nice. Natürlich kann man trotzdem sagen, also wenn die Community schon die ganze Arbeit macht, können die was doch noch was machen im Hintergrund. Die sollen dann eine Operation bringen, wenn sie doch gar nicht seine Maps machen müssen. Ja, da bin ich voll dabei. Das hätten sie machen können, auf jeden Fall. Wer weiß, was sie halt gerade machen. Scheinbar haben sie hier dran gearbeitet. Ne? Oder eben an diesen Dingen, an denen die Community halt nicht rumschrauben kann, weil das Volvo intern ist. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Wenn man pissig ist, weil nicht der Content kam, den man wollte, dann sollte man wahrscheinlich hauptsächlich auf die Leute pissig sein, die einen möglicherweise so arg aufgehypt haben, ohne dazu zu sagen, dass es vielleicht auch nicht kommt. Und danach erst auf Steam. Weil klar, also ich meine auf die Volvo-Leute, die ja auch Steam gemacht haben und besitzen. Denn klar, natürlich kann man trotzdem argumentieren, ja trotzdem können die doch mehr machen, die Säcke. Ja, da ich aber nicht reingucken kann oder wir alle nicht reingucken können und nicht wissen, was sie gerade machen. Ja, das ist so hätte Fahrradkette irgendwie. Ich für meinen Teil freue mich über Dinge, die erscheinen. Und für mich sind die gemachten Änderungen halt einfach nice, mir gefällt's. Und denen es nicht gefällt, ich kann nachvollziehen, warum ihr so denkt oder fühlt. Ich hätte natürlich auch gerne mehr gehabt. Gerade fürs 25. Jubiläum, also einen einzigen Tweet. Sie haben nur einen Tweet gemacht, mehr nicht. Hey, 25 Jahre. Ich meine, natürlich wissen wir nicht, was noch kommt. Vielleicht kommt in einem Monat was, wo sie sagen, Counter-Strike 3. Wer weiß. Aber jetzt ist halt einfach gerade ziemlich mau. Ja, Content wiederum kam jetzt aber halt gerade frisch dazu. Also genießen oder halt nicht. Ist jedem sein Bier, wie er es machen möchte. Und was natürlich auch jedermanns eigenes Bier ist, ist unser Glove Giveaway auf Twitch. Es gibt die Specialist Gloves Crimson Web für euch. Kommt gerne vorbei und macht mit. Und ich muss mich etwas beeilen, denn der Stream fängt schon in einer Stunde an für mich. Für euch kommt das Video wahrscheinlich, während ich live bin. I'm sorry. Ich suche euch noch schnell einen Skinnerizi raus, den ihr jetzt bekommt. Und zwar hauen wir noch geschwind eine Mekten Sagaku raus. Ihr seid ja automatisch beim Giveaway mit dabei, wenn ihr eurem Kommentar Folgendes hinzufügt. Wie stehst du zu dem neuen Update? Freust du dich? Bist du eher neutral eingestellt oder regst du dich richtig krass auf? Haut's in die Kommentare natürlich auch gerne den Grund, warum. Und dann sehen wir uns jetzt gleich im Stream. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich habe die Facecam aus, sehe ich gerade. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Danke für die Likes, danke für die Kommentare. Absoluter Bangerang. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, Anregungen oder Bock aufs Giveaway habt oder auf Eurogames, kommt gerne in den Stream. Wir daddeln jetzt gleich wieder rein. Bis gleich auf Twitch oder dann bis übermorgen im nächsten Video. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken, fetten Mutter auf die Instagram-Messe.